Diese letzten Quadratkilometer, die ich erwähnte, bei Balga, nördlich von Heiligenbeil, da war der ganze Stau einer ganzen Armee, muss ich mir vorstellen, war ja immer nach Norden, immer nach Norden. Alles zusammengequetscht. Und die waren immer weiter nach Norden. Und da war die Spitze dieses Karl-Holzer Halbinsel, die war voll. Aber zurückgestaut nochmal, also die 5 Kilometer war Feldküchen, Lazarettwagen, Panzer, zerschossene Artillerie, LKWs, der ganze Heeresstau, da fanden sie kaum 3 Quadratmeter zusammenhängenden Boden. Und da rein donnerten die russischen Granaten, die hatten ja Munition genug gehabt, Flugzeuge rein. Und aus diesen Wrackteilen, ich erinnere mich an diese Nacht, ich bin nicht sehr praktisch gewesen, wir haben das dann so geregelt, die drei haben versucht, die haben als befohlen unseren Leuten, immer 4 Mann versuchen, eine Rettungsinsel zu bauen, rüber Treffpunkt Pillow. Und dann hat jeder in dieser Nacht versucht, irgendwas zusammenzubasteln. Es war dramatisch. Man riss also meinetwegen von einem Verpflegungswagen ein Verdeck ab, aber mit blutigen Händen, wir hatten ja nichts gehabt. Ein Stück Holz. Jetzt versucht man Kanister zu haben, um Kanister unter das Holz zu machen, dass man besser schwimmt. Aber woher den Draht nehmen, musste man auch haben. Und als wir nun jeder versuchte, irgendwas zu machen, in dem Gewirr von den Fahrzeugen. Unter den Leuchtbomben, die Flugzeuge der Sowjets runter waren, die sahen uns, in die Bomben reingemacht, die Schreie, die dabei der Verwundeten, ganz egal, es war ein Chaos. Und jeder, der was zusammengebastelt hatte, der war froh und versuchte jetzt, das Haft zu erreichen. Da waren ja Tausende von Leuten, die versuchten, über das Haft zu kommen, Verwundete. Und es gab ja keine Schiffe, die sagten, ich nehme die Verwundete und führe sie über das Haft rüber nach Pillau. Pillau ist dann der Hafen, von dem man sagen konnte, da war man dann sozusagen erstmal gerettet. Das war wie ein See, der durch einen Rinnsal geleert werden soll. Also da kamen Präme an, bei Nacht natürlich, bei Tage war es unmöglich, und luden diese Verwundeten auf. In die anderen Tausenden von Verwundeten fielen die Bomben rein. Aber es gab noch anderes da. Die ganzen Kühe zum Beispiel, die von Ostpreußen immer nach Norden getrieben worden waren, um die zu retten, sozusagen die Pferde. Weiter ging es nicht. Auch die waren da. Da waren Hunderte und Tausende von Kühen, die nicht gemolken werden konnten, die standen da und da gingen auch die Bomben rein. Es ist der Heiligenbeil. Wenn Sie mal unter dem Stichwort, vielleicht gibt es das sogar im Internet, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber das ist eine dramatische Sache, die noch schlimmer vielleicht ist als das berühmte Stalingrad. Es war also eine Vernichtung auf engstem Raum. So, bei uns fühlte sich das so ab, wir wurden nicht fertig in dieser Nacht und waren in dieser Stahlküste, ich bin 2-mal dort gewesen, da hingen wir wie so Vögel in einer Felsenwand an der Küste, sowas gibt es ja. So hingen wir in diesen Löchern, geschützt von der russischen Artillerie, weil die ja rüberschoss. Und warteten auf die Dunkelheit, denn bei Tage konnte man natürlich nicht mit so einem Stück Holzbrett darüber, weil ja dauernd die Flugzeuge kamen. Es wurde dunkel, es war der 27. März. Und dann, wir hatten ja, bis dann, also wie gesagt, hatten wir ja noch gekämpft. Ich habe jetzt unterbrochen. Die letzte Feuerstellung war kurz davor. Da haben wir jeder Geschütz zum Schluss noch 6 Schuss gehabt, der SFH. Und da kamen die Russen an im direkten Beschuss. Und der Befehl war, man sprengt kein Geschütz, bevor nicht die Munition verschossen ist. Und dann haben wir, wissen Sie, mit dem Geschütz sind sie schutzlos, weil sie da stehen, so ein großes Gerät. Befehlsgemäß haben wir die 6 Schüsse rausgeschossen und dann die Geschütze gesprengt. Und sind dann auf diesen letzten Quadratmeter der Halbinsel Balga Karl-Holz zurückgezogen, dann diese Bau der Flöße. Wir wussten ja gar nicht, ob das Floß uns 4 tragen wird. Wir haben das diese Steilküste auch noch runterlassen müssen, etwa 12 Meter hoch. Auch das war ein Kunststück. Sie haben das Ding oben auf der Höhe gehabt, zusammengebastelt und jetzt wollen sie es ans Wasser bringen. Wie macht man das? Also wo kriegt man Seile her, um das runterzukriegen? Es dauerte eben und lag dann eben unten am Ufer. Und wenn jetzt diese Flugzeuge kamen, jetzt kamen 28 russische Bomber, jede halbe Stunde. Und weil die Granaten über uns an der Steilküste rübergingen. War das jetzt nachts oder tags? Das war also jetzt am Tag. Die Nacht haben wir gebaut gehabt, kamen nicht rüber und warteten die Dunkelheit ab.
Und wir hatten die Erlaubnis gehabt, also rette sich, wer kann. Wir hatten ja uns verschossen gehabt. Und in dem Gewirr von diesen LKWs, die da zurückgestaut waren, waren die Russen auch nicht erpicht, kurz vor Kriegsende ihr Leben. Vielleicht nur so können wir uns erklären. Wir saßen in der Küste und waren nicht sicher, ob nicht, wenn wir hochgucken an der Kante, die Russen sagen dabei, Rukiewicz. Jede konnte jede Sekunde passieren. Aber an diesem Tag saßen wir eben da in diesen Löchern wie diese Vögel in der Wand. Und dann kamen die Granaten über uns weg ins Wasser. Wir waren von Granaten geschützt. Aber die Bomber, die kamen genau auf uns zu. Und es war einer der wenigen schönen Tage. Nicht so wie jetzt, wir haben den schlechten Winter diesmal. Es war beste Sicht. Und wir sahen die Bomber kommen. Wir sahen die Bomben ausklinken, sie flogen auf uns zu und jede Bombe traf ihr Ziel. Und dann hörten sie die Schreie, denn es waren Tausende hingen in diesen und warteten auf die Dunkelheit. Verwundete unten am Strand, wir hingen also in dieser Steilküste, Verwundete, ich habe Leute gesehen, die haben die Beine abgehabt, die versuchten mit zu robben, um an die äußerste Spitze zu kommen, um vielleicht bei Dunkelheit mit einem Pram noch mitgenommen zu werden. Aber ich will das gar nicht so weit ausbauen. Ja, kurz, aber dort, ich will es kurz machen. Die Dunkelheit kam. Ich habe es mal erklärt. Es gibt den Film Der längste Tag. Für mich war das der längste Tag. Bis die Dunkelheit kommt. Und dann bei Dunkelheit runter, wir vier. Und jeder, der von unseren Leuten konnte machen, wie er wollte. Wir haben ja gesagt, wer schafft, rüber, Pillow. Und wir wussten aber nicht, hält uns vier das, wer bleibt zurück? Jetzt das Floß ins Wasser. Alle wollten nach vorne, das ging vorne runter. Du da. Und dann hatten wir Spaten gehabt als Ruder. Mussten wir auch noch besorgen, da musste was haben. Und jetzt ging es los, stellen Sie mal vor, mit einem viereckigen Brett. Da kommen Sie nicht schnell vorwärts. Aber die russische Artillerie, die schoss ja immer noch ins Wasser. Ein Sperrfeuer sozusagen ins Wasser, so etwa 200 Meter hinter dieser Steilküste. Und jetzt, wenn Sie als Infanterist oder auch als vorgeschobener Beobachter, wie wenn ich bei der Infanterie war, als Soldat, durch ein feindliches Artilleriefeuer laufen müssen, das ist schon wahnsinnig viel Glück durchzukommen. Aber wenn Sie jetzt mit einem viereckigen Floß versuchen durchzukommen, durch diesen Feuerriegel, das ist an sich mehr als Glückssache. Wir haben das Glück gehabt. Es gab keinen Weg. Die Gefangenschaft war das Schlimmste, was man sich vorstellen könnte. Jeder von uns hätte damals gesagt, einen Arm verloren, ein Bein verloren, aber um Gottes Willen nicht in die Hand von Stalin, denn Stalin ist ja wie Hitler eine Schreckfigur, betrifft Recht, und keiner wollte man wegen eines KZ von Hitler kommen. Aber keiner wollte auch als deutscher Gefangener nach diesem Krieg in die Hände von Stalin kommen. Wir sind auf halber Strecke aufgefischt worden von einem Marinekutter, der versuchte, irgendwelche überall haltenden Schreie auf dem Haff von Ertrinkenden oder von anderen. Wir sind aufgefischt worden und kamen, der brachte uns nach Pillau. Aber die Hälfte hatten wir geschafft. Wir waren eigentlich schon durch. War mein ganzer Stolz gewesen, dass wir es auch so geschafft hätten. Aber so war es natürlich. Wir waren gerettet. Erstmals.